Die Erbauung des Allgäus. Wie viele Städte im südlichen Bayern ist Kempten eine sehr, sehr alte Stadt. Wie in Augsburg, Regensburg oder Passau waren in Kempten die Menschen bereits dekadent, als sich am Zusammenfluss von Spree und Havel noch die Wildschweine an den Bäumen rieben. Schon Strabon erwähnt die Stadt in einem Buch aus dem Jahre 18 nach Christus. Ja, zur Erinnerung, also Regensburg ist 174 nach Christus erstmals urkundlich erwähnt worden, und zwar also in dieser 174 nach oder irgend sowas. Egal. In dieser, wie heißt denn das, diese steinerne Gründungsurkunde für das römische Castel Castra Regina. Ne? Das war damals so eine Grenzfestung. Ne? Also ist nicht so, dass Regensburg vor den Römern unbesiedelt gewesen wäre. Damals vor den Römern waren die, wie heißen die, die Kelten bereits da. Ne? Gibt einige keltische Ausgrabungen im heutigen Stadtgebiet von Regensburg oder Umgebung, auch Umgebung, ne? Ja, gibt es da jetzt herum. Und also es waren keine Germanen, ne? Die hier in Regensburg gesiedelt haben. Nein. Und Kelten, ne? Kelten, also so eine Art Iren oder Schotten oder sowas in der Art. Ne? Die haben Gälisch gesprochen. Ne? Auf das Gälische lagerte sich dann als die Sprache der neuen Herren das Lateinische. Hm? Und im Gefolge der Römer kamen auch die Juden nach Regensburg, kamen also mit Regensburg, damit meine ich auch in dieses ganze Gebiet südlich der Donau. Ja? Und einige Jahrhunderte später erst, als nämlich das Römische Reich in sich zusammengebrochen war, die ganze Infrastruktur zusammengebrochen war, kam es zu, zum Eindringen der Germanen. Ne? Also das heißt, noch bevor in Südbayern der erste Satz auf in einem germanischen Dialekt gesprochen wurde, hat man keltisch gesprochen, also gälisch, ne? Lateinisch und hebräisch. Ne? Wow. Ne? Ja, mei. Ne? Also die Germanen waren eigentlich so gesehen die Zugezogenen, die Fremdlinge, ne, die Migranten, die sich gefälligst wieder in ihr Heimatland zurückziehen sollten. Ne? Also, was weiß ich, ins Münsterland, nach Sachsen, nach Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, das ganze Klumpzeug, also wo halt der Preis her ist, ne? Dieses ganze Gebiet Südschweden. Ne? Ich nenne ja dieses
das ganze Gebiet bis zum Hauptkamm des Mittelgebirges nenne ich ja gerne Südschweden. Ne? Gut. Nur so viel. Also, ja, ich wollte ja von Kempten reden. Kempten lag damals in einer ungemein flachen Gegend, so flach, dass die Tränen zu laufen begannen, wenn man länger als 3 Minuten in eine Richtung schaute. Allgäu, ne? Flach, flach, am flächsten, flachsten. Und so erließ der Landpfleger Quintus Maximus ein Gesetz, demzufolge in Kempten und um Kempten und um Kempten herum eine Gebirgslandschaft zu schaffen sei, auf dass die Augen ein Gefallen daran hätten. Er ließ den später sogenannten Domberg von Freising, der damals 2.500 Meter hoch war, abtragen und ließ das Material nach Kempten schaffen, wo nach und nach eine liebliche bis wildromantische Berglandschaft aus der Ebene wuchs. Freising hieß damals übrigens noch Friesing, weil es die Freisinger, eigentlich ja Friesinger, immer noch frieselte, der enormen Höhenlage wegen. Ne? Also Frieseln, das ist heute noch im Dialekt, also dem Erm Friesels, das heißt so wie ihm ist kalt. Ne? In 200 Jahren oder 300, 200, 300 Jahre alten Romanen oder solchen Sachen taucht noch das Wort Frieselfieber auf. Ne? Also Frieselfieber ist ja, Schüttelfrost. Ne? Naja, ist wurscht. Anzumerken bleibt, wie das bis heute so ist bei Bauarbeiten, verschwand ein Gutteil des Baumaterials unter der Hand, sodass das hügelige Voralpenland entstand. Dies habt zur Belehrung.